einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute hat Alex Geburtstag, also für euch ist das jetzt vergangenen Montag. Und meine Familie hat einen riesen Hype, ein riesengroßes Geheimnis um sein Geschenk gemacht. Ich bin eigentlich immer die Erste, die weiß, was er geschenkt bekommt. Aber nicht mal mir haben sie es verraten und das mag schon was heißen. Um 0 Uhr haben wir dann das Geschenk ausgepackt, großer Karton. Und da waren leere Farbdosen drin. Geiles Geschenk. Ganz toll, was machen wir damit? Bei meiner Mama ist das immer so, die denkt sich wirklich sehr viel dahinter, wenn sie sowas macht. Aber wir sind wirklich nicht so wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Die Idee, die wir hatten, war eigentlich ein Hindernis für unseren Parcours. Aber da haben wir uns gedacht, das würden sie ja eher mir zum Geburtstag schenken und jetzt nicht Alex. Deshalb war das eigentlich auch wieder so ein bisschen verworfen. Wir waren wirklich echt komplett planlos. Aber ich werde euch jetzt einfach gar nicht weiter auf die Folter spannen. Vielleicht habt ihr es ja schon auf Instagram oder Facebook entdeckt. Aber wenn nicht, werde ich euch jetzt mitnehmen und euch das mal zeigen, was es jetzt geworden ist. Kommt mal mit. Wie geil ist das denn bitte? Es ist nicht nur ein Sprung, sondern einfach ein ganzer Parcours. Und nicht nur das, das ist alles selbst gemacht. Wir haben wochenlang dafür geschuftet. Schon allein dieser Sprung ist doch mal der absolute Hammer, oder? Auf beiden Seiten haben sie die Werbung aufgemalt und die Ständer sind einfach der Wahnsinn. Genauso wie dieser Sprung, der von unserer Firma die Werbung trägt. Die ganzen Details, die es einfach so unglaublich schön machen. Und diese Trippelbache, ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist einfach nur der Hammer. Dann hier noch ein normaler Steilsprung ohne viel Schnickschnack, den wir einfach problemlos immer hinstellen können, was schnell gemacht ist. Und sogar alle Sprünge haben Fähnchen, was ich total cool finde. Und dann hier noch eine sehr technisch anspruchsvolle, schmale Kombination. Ist wirklich richtig super zum Training. Und natürlich durften die Pferde vorab erstmal die neuen gruseligen Sprünge auf ihrem Platz begutachten und in Ruhe beschnuppern.
Wir wissen einfach überhaupt nicht, wie wir uns dafür jemals richtig bedanken sollen. Es ist einfach der absolute Wahnsinn, welche Mühe, wie viel Zeit und wie viel Liebe dort im Detail steckt und was sie da für uns zusammengebaut haben. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Und wir sind einfach nur mega glücklich, dass wir jetzt so eine tolle Trainingsbedingung haben.